Metal Leute, Servus und herzlich willkommen. Brauche ich nicht. Ja. Was zur Hölle? Warum bist du nicht gesprungen? Boah, hab ich einen Schreck gekriegt. Das Riesente. Was? Temperatur? Riesenraptor oder was? Riesenrad. Ach so, okay. Pff, ey, komm, ernsthaft, ey, was war denn das für eine Aktion? Das ist der Grund, man hat immer diese blöden Kamerasteuerungen, die total assis sind. Das geht nur darum, ich habe zwei, drei verschiedene Stühle in meinem Zimmer. Weil es für mich angenehmer ist. Und jetzt habe ich das Intro weggemacht. Es ist unpraktisch, aber ich vermute mal, dass die meisten von euch das Intro schon mal gesehen haben. Von daher nicht so schlimm, denke ich. Wir drücken jetzt direkt Start. Super Mario Sunshine, wie ihr seht, ist das Spiel. Und wie ihr seht, habe ich zwei verschiedene Speicher. So. Ja, und man kann sich auch hier frei bewegen. Wenn man nach rechts geht, hat man die Optionen. Rumble lassen wir natürlich ein. Ich könnte Surround angestellt lassen. Macht aber keinen Sinn, weil ihr kein Surround hören könnt auf YouTube. Untertitel ein natürlich und auf Deutsch natürlich. So. So, es wurde gespeichert und jetzt machen wir direkt neu und fangen an. Was ist mit dir? Hilfe! Helfen! Dir etwa? Spinnst du? Wir benötigen Hilfe. Nimm diese Wasserspritze und putz das Flugfeld. Du. Nein! Uah! Geht das nicht unter? Das wusste ich noch nicht, dass es geht. Ja. Das wusste ich noch nicht, dass es geht, weil es auch nicht geht. Das hätte ich mir denken können. Verdammte Scheiße, ich hasse es. Jetzt bin ich schon das zweite Mal Game Over in dem Let's Play. Das muss auch immer wieder mir passieren. Ich hasse es. Die hier war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Wenn man natürlich so einen Scheiß macht wie ich, dann ist es natürlich wieder nicht so einfach. So. Tief durchatmen und Geduld haben, Rainer. Und Etzel, da bin ich nämlich immer richtig miese Drecksau. Und ärgere den nämlich immer. Weil er kann nichts dagegen machen. Was will er machen? Er hat keine Arme mehr. Ja, so lasse ich meinen Frust raus. Und loslassen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr zieht an und ihr lässt automatisch los. Oder ihr zieht an. Oder ihr zieht an und lasst ab einem bestimmten Punkt, sobald der Lilla wird, los. Ich persönlich bezweifle zwar, dass ich das so hinkomme. Ich hätte es noch lustig gefunden, wenn es da so eine geile Animation gemacht hätten, wie quasi er zieht an, macht so und er fliegt weg. Das wäre viel lustiger gewesen, finde ich. Aber was soll's. Ich bin leider kein Mitglied von Nintendo, das heißt, ich kann da leider nicht mitreden. Wäre aber lustig. Es wäre nicht mal cool, wenn die mal zusammen mit fände ich eigentlich cool, wenn Nintendo mal mit einigen von den Let's Playern oder auch mit einigen von den ganz normalen Spielern, die mal ein Projekt zusammen machen würden. Blubber Surf Kurs, oder?
Blubber Surf. Pff. Ja. Ich muss mich ein wenig weiter wegsetzen. Ich hoffe, ich war überhaupt im Bild am Anfang. Also ich vermute, ich schaffe das beim dritten Mal. Aber ich versuche natürlich mein Bestes. Diesmal nehmen wir Gelb. Ich glaube, dass die einen Unterschied von der Geschwindigkeit her haben, aber das ist, glaube ich, unerheblich. Das ist, bin mir nicht sicher. Ich habe, glaube ich, vom Gefühl her finde ich, dass die grünste ist die langsamste, die gelbe ist mittelschnell. Und die, ja, sag ich ja, ich fahre mindestens einmal. Das war keine Absicht, auch wenn es so ausgesehen hat. Von hier aus komme ich sogar hin. War klar. Die Map ist übel. Mir taugt sie total. Aber sie ist schweineschwer. Mehr oder weniger. Also für mich ist sie ziemlich schwer. Die am Kopf hole ich immer zuletzt. Da gibt es auch wieder das Problem, dass es blaue Münzen wie Hölle gibt. Ihr habt gesehen, warum das schwer ist. Das Problem ist, der Vogel bewegt sich ja. Oh, das war wieder so klar. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal hinrennen. Das ist wieder so typisch, Rainer, hey. Okay. Okay, es hat Peach und Bowser doch einmal einen Nümmelig geschoben. Ja, der Bowser ist echt. Kriegen bei Bowsers die Kelle, die Babys oder was? Andererseits, er hat ganz schön viele Kinder, ne? Und Mario hat gar kein Kind. Sollte man sich mal fragen, wer öfter ran darf? Der war so schlecht. Sorry, merkt einfach nicht drauf achten, was der Typ hinter der Kamera sagt. Oh, der war so fies, ey. Der war so böse. Ach ja. Boah, wow, mich wundert es, dass ich das geschafft habe. Er ist nicht gesprungen. Der ist nicht gesprungen, ich hasse es. Warum bist du nicht gesprungen, du Wichser? Kannst du nicht springen oder was? Hä? Neuer Glitch. Ich habe die Box nicht zerstört. Das sind Level, die ich richtig geil finde. Da gibt es ein paar verschiedene in der Overworld, also quasi da, wo wir jetzt gerade waren. Ich finde die Maps teilweise richtig episch, weil da gibt es richtig schöne, gute Maps. Und ich persönlich finde die richtig schön. Boah. Den Schaden fresse ich, weil ich habe nämlich den Stern. Eigentlich ist es gar nicht möglich, da runterzufallen, wenn man sich halt komplett blöd anstellt. Es ist aber schon passiert, also. Falls es jemandem schon mal passiert ist, ist halt nicht die einzige. Mir ist auch schon passiert. Egal. Das ist Jahre her, das war das erste Mal, dass ich es gemacht habe. Ich habe nicht gewusst, was ich da machen soll. Ich habe nicht gewusst, dass ich das Wasser habe. Weil es dann nicht da weggeht. Und solange er nicht da weggeht, wird er gleich wieder eingespritzt. Mensch, ey. Das ist so typisch. Ey, wenn ich einmal befreit habe, dann habe ich das immer befreit. Gut. Und dann haben wir es nämlich auch schon. Was zur Hölle?
da empfehle ich euch immer unter Wasser zu bleiben. Jetzt sind wir runterfallen. Das habe ich gerade gesagt. Das ist echt verarschen, ey. Ich bin jedes Mal so ein Schrecker dabei. Ja, das war. Komm, ich hasse es, ey. Das ist der Grund, warum ich die Map nicht habe. Warum ich die Quest auf der Map nicht ausstehen kann. Das ist so assi. Ein Fehler, man ist drunter und hat den ganzen Scheiß jetzt frei machen. Ohne Wasser haben wir da keine Chance. Was zur Hölle? Hä? Willst du mich jetzt verkohlen oder was? Dann, wie schnell man was machen kann. Ja, das war wieder klar. Zweimal bin ich schon gestorben. Oder wie der Abschi. Ich nehme wieder grün. Grün ist meine Glücksfarbe, glaube ich. Ja, das war so klar, hey. Ich bin ja bloß dran vorbeigeflogen jetzt, ne? Ja Leute, ihr seht, das ist ein ziemlich nerviges Level. Warum machst du keinen verdammten Drehsprung? Hier geblieben. Ah, was zur Hölle? Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal? Dreht er sich und dreht er sich und dreht er sich, aber macht nicht das, was er soll. Steuerung ist echt für den Arsch. Das war das Einzige, was mich an dem Spiel wirklich immer angepisst hat, ey. Steuerung. Das war echt immer voll für den Arsch. Ich hab keinen Bock mehr. Das Level machen wir anders mal. Jetzt habe ich echt die Fresse dicke, hey. Ja, und die Kackmucke geht mir gerade sowas von auf die Nüsse. Kurz verlassen. Ist mir jetzt gerade sowas von zu blöd. Dafür bin ich jetzt wahrscheinlich auch zu müde. Aber ganz ehrlich, wie soll man die Scheiße schaffen ohne Mittelpunkt? Wow. Also ihr seht schon, es ist nicht so einfach. Das war wieder so klar. Dankeschön, du blödes Viech. So, da wird es nämlich das Einzige, was wir brauchen. Das hier. Ja, jetzt ist es nämlich überall gespeichert. Man kann jetzt halt, ne, das da drüben das so machen. Das Ganze jetzt so machen. Das ist natürlich wieder klar gewesen, das ist nicht hinhaut. Hier drauf ist, hat man schon so gut wie gewonnen. Kann sich nämlich lustigerweise einfach hier so rein stashen. So, und hier nehme ich der Stern. Das ist aber echt nervig auf die Dauer, also. Das ist der einfachste Weg eigentlich, um es einzusammeln. Falls jemand einen einfacheren Weg kennt, kann das mir gerne mal in die Comments schreiben. Ich kenne keinen. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich glaube, unter einer Minute muss man es schaffen. Das war nicht klar. Das war nichts kleiner. Die Zeit
Die Zeit wage ich nicht auszusprechen. Sammle Erfahrungen im Plan. Was? Im Planschbecken? Dann komm wieder. Immer diese Sprüche, hey. Gerade an sich, aber weiß ich nicht. Mann, ey. Mann, mach endlich diese verdammten Sprünge, wenn ich dir das sage. Was ist das denn? Mann, ich gebe so viel Gemüse manchmal. Dann ist jetzt die Gerade alle vom Rechner und lacht mit dem Arsch im Arsch ab. Das gibt's doch jetzt nicht, du blöde Pissnelke, ey. Dreh dich verdammt nochmal rum. Was zur Hölle machst du denn, du scheiß Sackgesicht, ey? Das gibt's ja wohl nicht. Halte dich halt einmal da fest, du Affennäger, ey. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht, ey. Der hält sich einfach nicht fest. So ein Dreckswichser, ey. Ich hasse es. Immer wieder dasselbe, ey. Ich kann das einfach da mal ausstellen, ey. Und dann, das ist einfach nur sowas von. Diese Links- und Rechts-Jumping waren ziemlich gut im N64, muss man jetzt so extrem war. mit diesem ganzen Hin- und Hergeeiere, aber das ist mittlerweile jetzt echt ein Witz geworden. Wenn man sich minimal. Wenn man minimal die Kamera nicht dreht oder falsch dreht, dann hockt man schon mal gleich 20 Meter in der anderen Richtung. Was völlig dämlich ist eigentlich. Ja, das wäre jetzt wieder richtig episch gewesen. So. Und das ist übrigens mein Standard-Skill für den Abschnitt. Achso, das ist das Geschmack. So, das brauchen wir allerdings nicht. So. Nein! Was machst du denn, du Drecksau? Alter, das gibt's doch nicht, da bleibst du an der verdammten Ecken hängen! So unnötig gewesen, so unnötig dieser Tod! Und schwupps! Verzeihung, ich sag immer Stern. Das ist ja kein Stern, das ist ja Sonne. Obwohl es im Endeffekt aufs Gleiche rauskommt, weil der Stern ist ja eigentlich auch eine Sonne. Ne? Sicher. Speichern. Weil jeder Stern ist ja eigentlich eine Sonne. Also ein Gasplanet, ein Gasriese oder auch ein Zwergriese. Ein roter Zwerg. Roter Zwerg, weißer Riese. Weißer Riese, ja, natürlich. Es gibt drei Formen von Sonnen. Es gibt einen roten Zwerg, eine Sonne und dann gibt es, glaube ich, noch den weißen Riesen oder irgendwie so heißt der dann. Ein weißer Riese ist äußerst ungesund, roter Zwerg auch. Und ja, heißt aber nicht zwangshaft was. So. Zweiundzwanzig Minuten sollte eigentlich reichen. Speichern. Ich werde trotzdem mal schnell den Stecker reinstecken. Das kann jetzt einen Moment dauern. Das ist nervig. Kleinen Moment, ich sehe nichts. Da. Das ist er. So. Das müsste jetzt der richtige gewesen sein. Ja, war es auch. Gut, es tut mir leid, aber wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich nicht genug Akku gehabt.
von der Zeit her mir dann erst da einkaufen gehen kann, weil erst um 7 bei uns die Rewe aufmacht und jetzt ist es erst 6:30. Yoshis Obst Obolus. Obolus. Mittel, Leute. Servus und willkommen zurück. Ja, wieder Mario Super Mario Sunshine. Ich sehe es jetzt dick und fett vor mir. Warum fällt es mir nicht auf? Ich glaube, wir hatten C, oder? Blöd gelaufen. Jetzt weiß ich noch mal, welchen wir hatten. Kleinen Moment. Zumindest steht jetzt hier noch alles auf dem Richtigen. So. Okay. Wir müssen offensichtlich den hier genommen haben. Also C. Lol. Entschuldigung. Ja, da war ich noch ziemlich müde, als ich das aufgenommen habe. Oh Mann. Ey, komm, ernsthaft, ey, was war denn das für eine Aktion? Das ist der Grund, man hat immer diese blöden Kamerasteuerungen, die total assis sind. Metal. Servus und herzlich willkommen. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Controller hier auch das Metal-Zeichen macht. Voll cool. Ja. Einen Schreck gekriegt. Ah, ich glaube, ich werde demnächst meine Mutter bitten, mir Dinger zu machen. Das wäre eine voll die fette Idee, hey. Komm ich gerade so drauf. Ich kann ja selber auch backen und kochen. Oh, was mache ich denn da? Ich kann ja selber sehr gut kochen und backen. Aber es gibt was ich nie so hinbekommen habe wie meine Mutter. Und das kann ich euch ja mal erzählen, falls ihr. Okay, wisst ihr was? Ist egal. Ich weiß, ich habe es erst einmal zwar gesagt, ich will nicht mehr so auf privat machen und alles. Aber das Display hier, das läuft ja sowieso jetzt nebenbei und alles und was soll's. Beziehungsweise das läuft nicht nebenbei, weil das läuft ja nicht weiter. Das Play würde nicht weiterlaufen. Das Play würde ja erst kommen, wenn die anderen Let's Plays schon abgeschlossen sind. So, hier ist Wasser. Können wir uns wieder auffüllen. Ja, also meine Mama macht immer so sogenannte Feuerspurzen. Und die Feuerspurzen habe ich nie hinbekommen irgendwie. Obwohl es eigentlich gar nicht schwer ist. Eigentlich nur Hefeteig in Fett herausgebacken. Ich weiß, ungesund und so weiter. Aber trotzdem, schmeckt mega geil. Dazu ein bisschen Zimt und Zucker. So in der Weihnachtszeit sind die auch richtig gut, die Feuerspurzen. Und schmecken halt richtig lecker. Das ist eine richtige Süßspeise eben, ne? Ist ähnlich wie ein Grapfen. Falls ihr wisst, was ein Grapfen ist, ich weiß es nicht. Weiß nicht jeder. Das heißt, also was ein Grapfen ist, weiß wahrscheinlich schon jeder, aber wie es bei uns in Bayern sagt man Grapfen. Ich weiß nicht, wie man woanders dazu sagt. Bei uns sagt man zum Beispiel ja zum Gecheler. Und ich glaube im Osten oder so sagt man Bräule dazu oder noch irgendwie anders. Das ist wieder das gleiche wie mit der schwarzen Maus. Was? Von Klempner zum Zahnarzt, okay. Stimmt, jetzt kommt die Quest. Die ist lustig. Und nicht lustig, die ist ein bisschen nervig. Boah, was zur Hölle? Ach Mann, ey, das ist doch echt nicht wahr jetzt gewesen, oder? Die ganzen Münzen, Mann. Hilfe. Ähm,
Aus einem bestimmten Grund. Man kann sie nicht noch fetter machen, man kann sie fetter und kleiner machen. Das war es aber dann auch schon. Wenn ich hier runterhupfe, war es das, denke ich mal. Arrivederci. Aha. Ja, das habe ich mir jetzt gedacht. Leute, jetzt sind wir rausgeflogen. Ich und meine Experimente. Aber die Frage ist jetzt halt echt wo. Entweder bin ich wirklich zu blöd, um das gerade zu verstehen, wo die Yoshi-Münze ist. Okay. Ach Mist. Okay. Die Yoshi-Münze vor allem. Das Yoshi-Ei meine ich. Oder habe ich Yoshi-Ei gesagt? Ah, ich bin verplant, Leute. Ja, Hilfe. Knutzerfix, willst du jetzt da wohl hochgehen? Ich habe nämlich gerade noch was gesehen. Oder war das Yoshi-Ei doch da drüben? Autsch. Okay. Das sieht schon so verdächtig nach Yoshi-Ei aus hier irgendwie. Speichern. Das sind eine von diesen Münzen, die man nur zufällig findet. Außer man weiß, man sucht speziell dann noch. Autsch, das ist ganz eine knappe Kante. Ja. So, dafür brauchen wir jetzt das Teil da unten. Autsch. Erschrocken. Ich dachte jetzt eigentlich, ich hätte es bereits. Gut, nehmen wir halt den Aufzug. Das geht genauso gut. Vielleicht sogar besser. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir da rechtzeitig hochkommen. Verdammt. Was zur Hölle? Sie mich jetzt ernsthaft verarschen. Ach komm schon, hey, du willst mich doch echt verkohlen. Hey, ernsthaft, muss das sein? Hä? Das ist typisch, Rainer. Typisch. Das ist wieder vollkommen logisch gewesen, dass das nicht das erste Mal klappen kann. Das ist wieder typisch ich. Okay, wir machen es auf kleine Schrittle. Ja. Machen wir es halt so. Upsala. Schön da. Und ihr müsst springen, bevor ihr das macht, sonst kommt ihr nicht hoch. Da müsst ihr wegen weiter vorne schon sein, weil da ist die Zeit verdammt knapp bemessen. Zumindest wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Knapp bemessen, wie ich gesagt habe. Wird nicht gehen, vermutlich. Es geht zwar schon, also ich bring's schon weg, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich da jetzt laufen muss, dass ich rechtzeitig hochkomme.
So vermutlich mal nett. Boah, das war die falsche Richtung. Hey, cool, ich hab sie. Wer hätte das gedacht? So, aber wie ihr gesehen habt, ist die Zeit hier echt knapp im Essen. Da muss man immer erst den richtigen Standort rausfinden, wo man ist oder sein sollte. Na? Das Problem ist auch, man muss es voll erwischen, damit es weggeht. Was ich gerade überhaupt nicht tue. Aus irgendeinem Grund. Ach Mann, ey. Und hier bin ich zu weit am Ding. Die Steuerung ist zu schwammig immer. Ich hasse es. Okay, und jetzt soll er nichts wie hin. Wow. Ey, ihr seht, die Zeit ist da unheimlich knapp bemessen. Wie viele blaue Münzen haben wir jetzt? 18. Na, damit gebe ich mir jetzt nicht zufrieden. Die will ich haben. Die holen wir uns jetzt in den Part noch, Leute. So, die will ich haben. So, und jetzt nichts wie hin. Ach komm! Ach komm, das war doch voll die Schiebung! Ey, ernsthaft, Leute, das war doch Schiebung, oder? Gibt's doch nicht. Es ist eiskalte Schiebung gewesen. Aber ich habe nicht gedacht, dass man da so schnell wird. So. Perfekt. Immer vergessen. Ey Leute, ich will die noch haben. In dem Part hole ich mir die noch, ich schwör's. Na ja, klar schwör ich es, ich bin der Let's Player, ich muss entscheiden, wie lang die Parts werden. Nee, die schaffen wir in dem Part noch, ich schwör's euch. Mann, das geht mir gerade sowas von tierisch auf die Nüsse, das glaubt ihr mir gar nicht. So, jetzt geh schon weg. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Meine Fresse. So. Ach komm, hey. Hey, das ist doch echt nicht wahr. Ich verstehe nicht, warum ich dafür so langsam, so schnell sein muss. Wie schafft man das, wenn man den Glitch nicht kennt? Boah, das war knapp. So, jetzt haben wir 19 Münzen. Ich danke euch fürs Zuschauen, Metal, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Da werden wir dann schauen, ob wir noch eine Münze sammeln können. Dann holen wir uns noch zwei Sterne von den blauen Münzen und dann schauen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich. Was, du spinnst? Meiner ist größer und die Blätter sind schöner. Ah ja, die reden wahrscheinlich von ihrem komischen Teil auf dem Schädel. Kann ich da hochlaufen? Whoa!
Okay. Boah. Das ist ja kriminell, Leute. Da muss man Skill haben. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich gedacht, das ist der Stern. Ich meine, gut, es ist ein Stern, aber trotzdem. Boah, ist das schnell gewesen. Das Hauptproblem hier ist ja, dass mir hier... Boah, ich hab's geschafft, Leute. Das ist, glaube ich, sogar das allererste Mal, dass ich das selber geschafft habe. Das Level hat mir, glaube ich, immer Kumpel gemacht. Boah, verdammt. Das Level ist echt übel. Das Problem ist, wenn man hier einmal runterstürzt, muss man wieder von vorne anfangen. Und deswegen ist das richtig, richtig scheiße. Leute, kämpft niemals gegen Mario Morgana. Wieso fliegt er jetzt da runter, der Kasper, hey? So hält er sich immer an allem fest und da hält er sich nicht fest. So. Das müssen wir jetzt halt zum Melonenfest bringen. Das mit... Nein! So, man muss nämlich in den Wasserfall einspringen, dass man unten landet. Eigentlich hätte ich mir eine andere Düse holen sollen. So, da unten ist er. Und jetzt teilt er sich auf. Nein. Nein, er teilt sich wieder. Boah. Da kommt sie. Hä? Boah, direkt beide auf einmal eingesammelt. Wie geil war das denn jetzt, bitte? Oh, das war aber so scheiße knapp und direkt noch fast alles aufgefüllt wahrscheinlich. Gut, damit hätten wir auch die letzte. Jetzt kann er sich plötzlich schneller unter Wasser bewegen, ey, Leute, Leute. Boah, die Helligkeit von der Lampe ist gerade übel. So, und schon haben wir'n. Mist, ich war kurz davor auf Yoshi zu reiten. Das halte ich für Gerücht. Metal Leute, servus und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Mir tut alles weh, aber ich hör jetzt halt auf. Kapitel 1, magische Mantas, so rum. Eine meiner Lieblingswelten. Allein auf den Grund des Sounds und aufgrund der schönen, wunderschön liegenden Situation. So. Naja, ich renne erstmal voll in die falsche Richtung. So. Bam. Ich bleib erstmal am Bullen hängen. So, meine absolute Lieblingswelt. Ungeschlagen, ernsthaft. Ich falle da zwar öfter mal runter, aber ich liebe diese Welt. Ich mache die manchmal einfach nur aus Gaudi, weil die einfach sowas von Laune macht. Ich liebe sie einfach nur. Bam.
Und hier sammeln wir unser Wasser wieder und dann geht's weiter. Und deswegen gehe ich meistens drauf, weil ich bin dann so übereifrig und heiz einfach mal weiter, obwohl ich schon Ende habe. Aber ich mache dir auch so gerne die Welt. Man muss aber auch rechtzeitig abspringen, das muss man dazu sagen. Wenn ihr mal nicht rechtzeitig abspringt, habt ihr ernsthaftes Problem. Naja, was heißt ernsthaft? Dann fliegt da halt runter, ne? Und jetzt hat er. Hä? Bin ich nicht hochgesprungen? Hoch genug gesprungen? Oder habe ich zu früh losgelassen? Wie auch immer. Seht euch das an. Leute, übrigens, ihr braucht nicht lenken. Ihr braucht nur rechtzeitig A drücken zum Springen. Dann habt ihr das auch schon geschafft. So. Das Geheimnis von. Das Geheimnis der Muschel. Soll ich jetzt ein Geheimnis machen? Eigentlich ist es ein bisschen zu früh für Geheimnis. Wie gesagt, also, da hoffe ich immer zu weit. Man muss rechtzeitig noch in der Luft muss man loslassen, sonst landet man falsch. Langsam ist es mir aber peinlich. So. Aber wir können uns jetzt mehrere Sterne freischalten und wenn man so will, uns ercheaten. Naja, es ist ja so gedacht im Spiel. Also, wir holen uns jetzt dann noch ein paar weitere Sterne. Und bam, loslassen. Weil der Witz ist, eigentlich, wenn man es richtig macht, was ich auch schon geschafft habe, ihr könnt, wenn ihr unten landet, sofort wieder springen, landet ihr genau im Stand. Wenn man rechtzeitig abgesprungen ist, habe ich auch schon mehr als einmal geschafft. Also ich habe schon ein bisschen Pläne, was wir jetzt als nächstes machen. Also zumindest ein paar Folgen sind wir jetzt erst einmal versorgt mit Sterne. Wenn interessiert, und er ist gerade 12 Jahre alt. Es ist gerade 6.12 Uhr in der Früh. Verzeihung, Gottes Willen. Es ist gerade 6.12 Uhr in der Früh und ich habe beschlossen, wir holen uns jetzt noch einen Stern und dann gehen wir in meine absolute Lieblingswelt. Und ich schlafe nicht, weil ich schlafe jetzt für Weicheier. Oder für Nicht-Zocker. Ja, ich bin ja Zocker und laut RTL müssen wir ja alle absolute Nerds sein und dürfen nicht schlafen gehen und so weiter. Zumindest nicht zu einer normalen Zeit. Etwa nicht schön. Du musst den nur hinten rumheizen. So. Ja, und da fängt es schon an. So, der Hund läuft ja nicht recht gut in die eine Richtung. Ah, okay, so macht man das anscheinend. Normalerweise, ich wusste gar nicht, dass der Hund von alleine dahin läuft, wohin laufen soll. Ah, tut er auch nicht. Ich hasse es, wenn ich sowas ausprobieren will und dann funktioniert es, dann will ich mir das vorstellen und es dann immer im Let's Play ist. Mensch, Meier, da noch einmal, ey, das gibt's ja wohl nicht. Hier.
So, wir müssen den Hund nämlich hier reinschaffen. Hat jetzt länger gedauert als erwartet, aber der hupft vor alleine rein. Ist er zufrieden? Und wie es ausgesehen hat, hat er auch davon alleine hingewollt. Nur dann ist er wieder vorher rot geworden und ich habe angefangen ihn auszuprobieren und dann... Ja, aber dass man das Ding wieder einstampfen konnte, das wusste jetzt sein, dass der Hund dann an der Stelle bleiben muss. Ja gut, wir haben es geschafft, was soll's. Gibt keinen Ärger, sich dann aufzuregen. Gibt doch keinen Sinn. Vor allem, wenn wir es geschafft haben. Das Geheimnis der anderen Seite. Oh, das ist das nervliche Geheimnis an der Geschichte hier. Habe ich auch schon geschafft, aber... Ja. Das Interessante ist, die zeigen hier einen Yoshi. Übrigens, ich hatte mal einen lustigen Bug, da bin ich da unten rumgelaufen, mitten im Nichts. Ah! Das war nicht geplant. Ich bin komplett durchgefallen und dann war ich ganz unten und dann bin ich unter der Welt rumgelaufen. Das war sehr seltsam. Das war an irgendeinem Sonntag. Hinderlicher. Oh, Savanze ist 3. Was hat denn Yoshi eigentlich jetzt gewollt? Wollte der Bananen irgendwas Gelbes will er? So. Das ist nämlich das nächste. Man muss nämlich immer hier hinlaufen. Das Zeug holen. Wenn man Yoshi verliert, hat man meistens schon verloren. Heute wieder Birne. Jetzt darf ich nochmal zurücklaufen. Andere kriegen gar nichts. Es wäre jetzt freier, wenn er überhaupt was kriegt. Nein! Ich hab's gewusst, die ist jetzt runtergefallen, oder? Natürlich ist die runtergefallen. Warum sollte die auch oben bleiben? Ich hab schon immer so ein Glück, ey. Warum springt die auch wie ein Flummiball? Hey, das ist ja nicht normal. So. Was sie da nicht jetzt, wenn ich die. Hier hab ich gleich nicht gedacht. Wir sind ohne Yoshi drin, verstehe ich zwar jetzt nicht, aber okay. Ich bin mit Yoshi reingegangen. Das Problem ist hier bitte. Ach nö, ne? Du bist mir zu offensichtlich, ich nehm den da. Man muss sich jetzt von denen schmeißen lassen, fürchte ich. Ich bin ein Werfer. Okay, er wirft einen nicht drüber. Ich dachte, der ist zu offensichtlich. Ich bin ein Werfer. Und das habe ich jetzt befürchtet, jetzt sind wir nämlich tot. Na gut, machen wir im nächsten Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Metal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Schaffen, aber ich denke, das ist machbar. So, wir müssen nämlich, glaube ich, den hier fragen. Doch, ich bin ein Werfer. Bin 8. Was? Gib 8, wenn du mit kräftigen Palma sprichst. Manche werfen dich nach oben, aber die meisten nach hinten. Geht es um. Ja. Da müssen wir drüber, aber ich kapiere nicht ganz. Kann man ihn verschieben? Kann ich dich irgendwie nach links schieben? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, woran es lag. Boah, der wirft dann völlig random. Ich dachte, der wirft dann jetzt nach links.
Wenn er völlig random wirft, das ist ja voll mies, ey. Okay. Er wirft völlig random. Ey, das ist ja wohl voll mies, oder? Dass die an voll random werfen. Ganz ehrlich, das ist ja wohl voll obermies. Wie sollen wir das dann schaffen? Da braucht man mindestens 5 bis 6 Leben, bis man das schafft. Wenn man Glück hat. Ey, keine Chance, ne? Keine Chance. Ich kann ja doch mal zu mir herdrücken, dass ich nicht so weit fliege. Keine Chance. Da muss man echt Schwein haben, dass die einen richtig werfen. So, hier war es eigentlich recht easy. Ah, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich gucken, wo er steht. Okay, es läuft jetzt so weit weg. Es ist mir jetzt gerade aufgefallen, die bewegen sich ja teilweise auch. So, höher, höher. Boah, das war wieder schweineknapp, ey. Achso, die kommen hier auch random. Immer wieder die Viecher. Oh, das war nicht weit genug. Boah, das ist voll mies, Leute. Boah, das ist echt derbst böse. Also das ist echt ein mieses Geheimnis, ganz ehrlich. So. Mal schauen, ob meine Theorie zutrifft. Meine Theorie scheint zuzutreffen. Meine Theorie bei dem Rosanen da hinten ist, also bei dem da, ist meine Theorie. Ich hätte gerne den Typen da. Ist meine Theorie, wenn man gerade hinläuft, wirft dann gerade, wenn man schief hinläuft, wirft er in die jeweilige Richtung. Keine Bange. Oh, der wirft dann auch schief. Wow, was sind denn das für derbe Drecksschweine, Alter? Ey, ganz ehrlich, das ist ein wirklich, wirklich Drecksgeheimnis. Das macht man irgendwann, wenn wir mal extrem viel live haben. Das ist ja wohl echt nicht wahr, ey. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das Geheimnis nicht mag. Hotel Delfinus Mysterium. Ich bin hier, um dir zu helfen. Hör auf, dich aufzuführen, sonst kannst du eine Scheiße daraus machen. Hey, Mario, wenn ich nicht irre. Genau, Mario. Hör zu, ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Nun, das Hotel, es ist voller Geister. Vielleicht könntest du hereinkommen, bitte. Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Soll ich jetzt auf Ghostbuster machen oder was? Puh, Schnauf. Wie bist du so schlecht? Du bist nicht schlecht. Und auch recht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und tschüss. Tschüssikowski. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Es gibt einfache und schwere Steine, wie immer. Manche sind einfacher, manche sind schwerer. Aber ich, also, was heißt Sterne? Es sind ja Sonnen, ne? Sterne mit Kronen von mir aus. Was im Endeffekt ja alles dasselbe rauskommt. Moin. Ah, geschätzter Mario, tritt mir ein. Zögerst du etwa? Komm schon, gib dir einen Ruck. Ja, ich muss wieder irgendwas ärgern. Freilich gebe ich mir Ärger, nervt mich das.
Ich hab dich angeredet eigentlich. Jetzt sprich halt mit mir, du Vollpfosten. Diese Geister machen eine Menge Ärger. Sie sind überall. Warum kommt hier keiner mit einem Schreck weg 0816 vorbei und saugt sie einfach für allem mal weg? Was hab ich etwas Merkwürdiges gesagt? Ja, das war eine Anspielung auf Ding. Einfach vollsaugen lassen mit Wasser. Wahrscheinlich also. Der Schreck weg ist eine Anspielung auf Marios Bruder. Weil der Ding hatte das ja auch einmal. Das Hotel ist mit einer Selbstschließanlage ausgestattet. Sicherheit wird hier groß geschrieben. Nur keine Bange. Obwohl wir haben Schwierigkeiten mit dem uns im Haus zu bewegen. Dieses Geschmiere macht mich krank. Möchtest du wissen, was mich schon viel kranker macht? Der Gedanke, dass du hier reingekommen bist. Okay, wir machen im nächsten Part weiter. Ich mache mir jetzt mal schnell einen Kaffee. Ich danke euch fürs Zuschauen, Metal, und wir sehen uns dann morgen mit Super Mario Sunshine. Bis dahin, Drachen Games, Ende. Ich glaube, das war sogar hier. Oh, du Jumbo-Rollen. Ein dreifacher, scheint das Bestmögliche zu sein. Ich habe noch niemanden gesehen, der einen dreifachen 7 auf beiden Rollen hatte. Hä? Ich glaube, das soll keinen Sinn machen. Wie, du sagst, dass ich hier keinen Saft bekommen kann? So, gucken wir mal kurz. Müssen wir an unseren Spielautomaten? Moin. Jetzt, ach, Junge. Alle hängst du an den Automaten. Ups. Moin. Komm herein und amüsier dich. Hab Spaß. Der Typ da hat keinen Spaß. Das Spiel ist defekt. Wo ist der Geschäftsführer? Ich will mein Geld zurück. Naja, natürlich, das sagen sie hinterher alle. Ich sehe wassergetriebene Rollen zum ersten Mal. Ah, sehr schön. Ach, lass mich raten. Ja, nicht. Nein! Sehr schön. Ist doch eigentlich auch voll der Beschiss, oder? Nein! Jetzt schon wieder. Komm, das ist doch nicht der Ernst jetzt.
Ach, in dem Fall zieht's alles, okay. Ach Mann, ey. Das ist doch auch voll defekt, ey. Es kommt immer dreimal das gleiche. Das ist total unwahrscheinlich. Ach, Leute. So, schauen wir mal, ob das was wird. Einmal. Ah, okay, endlich. Perfekt, wir haben es geschafft. Was passiert jetzt? Ach. Ein Puzzle, oder? Oder so Memory-Geschmarre. So. Okay. Vielleicht soll ich näher hingehen. Hilfe. Sehr schön. Und ab ins Geheimnis. Na toll. Das wird jetzt noch lustig. Da braucht man schon eine Stunde, um das Geheimnis überhaupt zu finden. Ey. Ich will nicht wissen, wie schwer das Geheimnis dann schon ist. Ich will es gar nicht sehen, glaube ich. Zur Hölle! Warum bist du nicht gesprungen? Boah, hab ich einen Schreck gekriegt! Ernsthaft, solche Sachen sind echt einfach, die können verboten. Ernsthaft. Warum springt er in den Fallsprung? Der hat da überhaupt nichts dran zu suchen gehabt. Wir werden hier nächstes Mal weitermachen und am Samstag sehen wir uns natürlich ganz normal am Samstag um 10 Uhr sehen wir uns ganz normal zu Harvest Moon und jetzt werde ich immer. Bitte um Verzeihung, jetzt werde ich einmal aufnehmen. Vielen Dank, bis dann und ciao Leute. Ich habe heute früh dann noch, bevor ich aufs Arbeitsamt gegangen bin, mit Ding gesprochen. Ich habe dann auch noch Let's Play aufgenommen. Er ist wirklich da. Habe ich den so übersehen, Leute? Ganz ehrlich. Hier ist er. Warum habe ich denn so übersehen? Da fuck. Okay, das haut nicht ganz hin. Nein. So. Das heißt, ich immer rumdrehen muss. Ich gehe eigentlich nach hinten. Okay, das ist schon mal das Falsche. Leute, ah! Okay, das ist es auch nicht. Ja. So, ich hole mir jetzt hier schnell nochmal Wassernachschub. So, und wenn ich mich nicht vollkommen enttäusche, genau, so, ach nee, nein, das ist nämlich genau das Nervige an der Geschichte. In dem Fall hat man hier Yoshi, der einfach nur rumspinnt. Und man kommt da einfach nicht hin. So.
erstmal klar. So, was will er? Schon wieder das Ding. So. Genau. Und jetzt, wenn ich mich nicht täusche, das ist jetzt wieder so reine Spekulation, muss ich dann da abspringen und darüber. Aber ich hoffe, das geht jetzt auch weit genug rüber. Ah, sieht aber gut aus. Ich verstehe zwar nicht wirklich, warum aus einer Plattform. Wow. Ich verstehe zwar nicht wirklich, warum aus einer Plattform. Das ist so klar, ne? Hä, wieso habe ich das Ding jetzt auf? Kapiere ich nicht. Okay, aber ich probiere es jetzt nochmal anders. Ich hoffe, ich komme nochmal bis dahinter. Und dann werden wir das nämlich mal ausprobieren. Ich hoffe nur, dass der jetzt halt nicht schon wieder direkt das gleiche will. Ey, immer dieses beschissene Timings-Geschichten-Zeug. Das ist schon wieder dasselbe. Wenigstens kommt jetzt immer das raus. Das ist schon mal wesentlich besser. Wow. Na gut, das könnte jetzt sogar Glück gewesen sein. So. Jetzt müssen wir versuchen, nach Möglichkeit möglichst weit unten das Ganze zu erwischen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir das rüberbringen. Und ja, ich meine, es ist offensichtlich, was wir machen müssen. Wir müssen versuchen, da hochzukommen. Geht ein Netz ab, wo ist hier der Fisch? Der da? Ist der da irgendwie weit weg? Okay. Ja, aber das geht jetzt nach links und rechts, ne? Das ist ein bisschen zu weit weg, oder nicht? War da gerade der Fisch? Hä? Wo kommst denn jetzt du her? Komme ich noch nicht hin. Was passiert eigentlich aus denen, wenn sie wieder dingsig werden? Ach so, deswegen hatten wir hier vorhin keinen Fisch. Nein! Ach Mann, ey, das ist doch wieder typisch. Ernsthaft, ich bin jetzt gerade versucht, ernsthaft versucht, dass ich das ganze Ding mache. Wisst ihr was, wir lassen die Welt gehen. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ihr wisst jetzt, wo der Yoshi ist, warum auch immer ich den nicht gesehen habe. Wir machen jetzt andere Welten, weil das ist mir ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Ihr wisst, wie es geht, wenn man es machen muss. Ihr müsst da rüber, aber es ist mir jetzt echt zu bescheuert. Nennt mich von mir aus lame, aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Und da haben wir nämlich noch ein Geheimnis. Sogar eines mit. Jetpack, wie auch immer man es nennen will. So. Und wir werden jetzt hier mal. So. So. Das Gefährliche hier ist, man kann jederzeit runterfallen. Achso, hier war ich schon. Nein! Ach Mann. Da kommen wir sowieso nicht rein, glaube ich. Ja. Die Kamerasteuerung ist halt wieder mal richtig episch.
Ich verstehe nicht, warum es so weit. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er so weit hin und her geswitcht wird. Check ich nicht, aber okay. Damn. Warum? Ich will jetzt so weit darüber. Hä? Muss ich das verstehen? Ernsthaft verstehen, meine ich? Wieso habe ich denn da so einen Speed drauf? Oh, das ist nämlich der nächste Dreck, da kommt man nämlich da runter. Ach Leute, das ist echt übelst nervig. So. Ich probiere das aber bloß diesen einen Part, weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen Quatsch. Das hier noch. So. Und dann. Wir haben jetzt leider 4 Stück. Oh, jetzt dachte ich schon, hey. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Schon mal eine mehr. Das war aber eigentlich nicht die, die ich haben wollte. Jetzt holen wir uns nochmal die 7. Oh, die haben wir ja schon, lol. Okay. Und jetzt haben wir nur noch die da. Das heißt, jetzt müssten wir es eigentlich recht gleich sogar noch auf einmal schaffen. Nein! Oh, das war knapp! Oh. Nein! Ich sehe nichts! Hey Mann, warum geht denn die Kamera da jetzt weg? So ein Scheißdreck! Ey, sowas kann ich überhaupt nicht ausstehen, hey, da krieg ich so einen Hals! Krieg ich da. Mann, ey. Übelst der Spritze, kommt überall auf und dann ist er zu blöd, dass er da einen Fleck weiterkommt. Das ist jetzt der letzte Versuch und dann ist der. Ne, der Part ist da noch nicht rum, aber es ist der letzte Versuch. Ich probiere das jetzt hier bis zur Vergasung. Ich möchte in dem Part heute auch noch was schaffen. Oh! Was ist denn das, sag mal? Okay, jetzt reicht's. Das ist mir echt zu bescheuert. Was soll denn das? Warum switcht denn der da so rüber? Ist ja wohl voll beknackt. Nein, ich möchte nicht. So, weg damit. Meine Fresse, das ist ja wohl voll dämlich. Ganz ehrlich, auf so einen Scheiß habe ich echt keinen Bock. Das ist ja wohl voll beknackt. So. Hier haben wir jetzt den Vorteil. Ah, oder auch nett. Das war so klar, dass ich das jetzt nicht das erste Mal schaffen werde. Probieren wir es einmal. Na komm, wir probieren es mal. Ja. Frist der Transportmöglichkeit. Geht es? Lol. Boah. Ich hab's gewusst, ne? Das ist sowas von assi. Ich hasse es. Ich weiß, ich hab das schon mal gesagt und ich weiß, ich reg mich da immer wieder drüber auf. Ich bin ja selbst schuld, warum probiere ich das auch? Das ist eine von diesen Quests, die ich bin in sowas eben nicht gut, in so Mario-Zeug. Und eine von denen, in denen ich nicht gut bin, das ist eben diese hier.
Frage ist, warum Let's Play ist dann? Naja, ich mag das Spiel eigentlich, ja. Merkwürdige Geschichte, okay. Oh Mann, ey. Ich tue das blöde Kabel von meinem Bein weg, weil es mich aufregt. Und was ist? Ich falle ins Wasser. Deswegen hasse ich Kabel. Man bleibt hängen. Es geht einem auf die Nerven, wenn es irgendwo hängen bleibt. Wenn es irgendwann am Streift. Also es ist einfach nur nervig. Deswegen bin ich ein Fan von kabellosen Geschichten. Dass man Hochdruckleine hier einfach einmal Dreckbeck nennt, ist auch eine interessante Idee. Weil mehr ist das ja eigentlich nicht. Das ist nur ein Hochdruckleine hier. Nimm das zurück! Nein, das ist ein Hochdruckleine hier. Mach den fucking Sprung, wie er gemacht werden sollte. Ey, der macht einfach nicht, was ich ihm sag. Der macht nicht, was ich ihm sag. Und warum habe ich schon wieder keinen Blickfeld? Ey, ohne Scheiß, Mario, warum hältst du dich nicht fest? Mal ernsthaft, das sind doch völlig banale Sachen. Das sind Sachen, die sollte man als Mario drauf haben, aber nein, der macht's ja einfach einmal nicht. Ach, halte dich halt da fest, das ist doch mehr als hoch genug. Ey, ich hasse es, ernsthaft. Das ist doch wohl voll der Scheiß. Das ist voll der Beschiss, der hält sich einfach nicht fest. Ich hasse es. Ich weiß, ich rege mich jetzt tierisch drüber auf, aber glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich mich jetzt gerade noch mehr drüber aufrege, dass ich mich aufrege. Macht zwar keinen Sinn, aber... Ja. Das ärgert mich jetzt einfach hier gerade. Wenn ich genervt bin, dann bin ich genervt. Könnt ihr mir glauben. Dieser beschissene Wind, Alter, dass man den echt nicht platt machen kann. Das geht mir erst auf die Eier. Halt die Fresse. So. Wenn der jetzt sich schon lange mal rumgedreht hätte, hätten wir das Problem jetzt gar nicht gehabt, dass er sich nicht bewegt hat. Und ich habe schon wieder das beschissene Problem mit dem Kabel. Das geht mir auch schon wieder auf die Eier. So, mal sehen. Da hinten geht's auch ganz schön tief runter. Warum ist es so weit nach rechts Kopf plötzlich, ey? Ich werd aus, ich rast aus, ey. Ohne Scheiß, ne? Manchmal, da könnte ich echt ausflippen mit dem Kack. So. Okay, wir brauchen definitiv das andere. So, Metal-Leute, servus und willkommen zurück. Welcome back, wie auch immer. Und ich habe mir gerade wieder überlegt und mich darauf gefreut, wenn ich endlich meinen Greenscreen habe. Autsch. Das wird sowohl für meine Let's Plays als auch für Zeug. Praktisch. Wir sind immer noch in Super Mario Sunshine. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich nach diesem Part aufhören werde. Ich werde zwar noch weiter aufnehmen, aber ich werde dann fürs Wochenende noch einen Part Mario. Part Harvest Moon aufnehmen.
Ach so, Leute, hier. Geisterportal, lol. Darauf hätte ich ja gleich kommen können. Autsch. So. Jetzt geht mal mein Handy auf den Zeiger. Ernsthaft? Musste sowas jetzt passieren? Und da, immer eine Sekunde. Was war jetzt das, ey? Warum ist der dann nicht gesprungen? Ernsthaft, musste sowas passieren? Ey, was ist denn das jetzt? Land halt einfach da drauf, Mario. Gut, was du willst, dann machen wir es halt auch so, ne? Kann ich hier genauso gut hin. Ehrlich, so eine Scheiße da. Mensch, ey, jetzt hupf halt einfach auf das Ding auf. Was ist denn daran so schwer? Ehrlich, das ist doch echt nicht. Mensch, warum muss sowas so schwer sein? Einfach drauf landen, Schnauze halten und dann passt die Geschichte. Wahrscheinlich lacht ihr euch alle den Arsch ab. Naja, gut. Wenigstens ist es für euch lustig. Ich gehe zumindest mal davon aus, dass es für euch lustig ist. Weil es gibt ja oft genug Leute, die dann meinen, ja, wenn sich einer aufregt, finden das ja die meisten lustig. Und ich persönlich reg mich hier tierisch auf gerade, weil ich jetzt schon wieder an einer Scheißstelle hängen geblieben bin. Warum zur Hölle fliegt der jetzt da runter? So, Ei gesammelt. Das ist jetzt die Frage, was ich jetzt als nächstes mache. Einfach mal daneben kopft, warum auch nicht? So. Ey. So. Und das Problem ist, dass es halt nach und nach mit der Zeit immer weiter halt weggeht. Im Großen und Ganzen ist es wie gesagt nicht so weiter schlimm. Wenn man halt runterfällt, ist es halt nervig. Oder wenn man halt dauernd schief springt, obwohl ich gerade springe. Das nervige daran. Jetzt muss ich an Will Smith denken. Die Kugel war drin, aber ich habe noch Schick gekriegt. Hitch Doctor war das. Habe ich bei Let's Play Dider gesehen. Und habe mir gedacht, das müsste doch theoretisch gesehen eigentlich gehen. Was zur Hölle war jetzt das bitte? Ernsthaft, ey, das ist doch echt so eine Scheiße, ne? Mach den verdammten Drehsprung, Dreck. Ey, mehr ist hier anscheinend wieder mal nicht.
So. Weil ich jetzt die Schnauze endgültig voll hab, machen wir es auf die harte Tour. Na endlich, ey, das ist ja nicht wahr. Brauche ich jetzt 22 Minuten für Sterne, fürs Münzen sammeln? Ich flipp aus, wenn ich jetzt die Aufnahme abbrechen muss und erst im nächsten Part den Stand holen kann. Weil ich erst die Aufnahme checken muss, wo er hingelandet ist. Aber ich vermute mal, ich meine, ey, ohne den Mist! Hä? Jetzt habe ich echt nicht aufgepasst, wo der beschissene Stern gelandet ist. Ich darf nicht einmal Stadt drücken, ey. Ja, scheiße da. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ich mich so aufrege, aber ich habe echt die Schnauze voll bei so einer Scheiße. Ich hoffe, wir haben jetzt bald den. Das Spiel durch, damit ich mich nicht mal aufregen muss. Metal, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, da kommen noch ein paar gute Sterne und ich hoffe, dass wir dann die Sterne zusammenbringen und entweder in diesem Part anfangen oder im nächsten Part anfangen können. Das Riesente. Was? Temperatur? Riesenraptor oder was? Riesenrad. Ach so, okay. Die Aufgabe, okay. Ja, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir in dem Part jetzt ein wenig was reißen und hoffentlich nochmal 3-4 Sterne dazu bekommen, dass wir mit 80 oder 90 Sterne, ich glaube 80 Sterne müssten es sein. Das Viech, da müssen wir platt machen. Ja, da dürfte vor allem keinen Fehler machen. Ein Fehler und ihr habt dann mal gleich ein paar Probleme. So. Boah, so viel zu dem Thema Fehler und so weiter, ne? Warum der da nicht ans Gitter hingejumpt ist, verstehe ich auch nicht. Boah. Ich empfehle euch, das nicht so zu machen. Oh Mann, ey. Ernsthaft, muss es jetzt sein. Mann, so, müssen wir einfach nur warten, bis wir oben sind. So, und da ist auch schon der Stern. Was kam als nächstes? Ich hoffe nicht das Yoshi-Geheimnis. Ja, manche drehen sich schnell, manche drehen sich langsam. Hier muss man auch aufpassen. Da kriege ich jetzt schon wieder so einen Hals, ey. Ach, wir haben es geschafft. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das aufs zweite Mal schaffe, ey, lol. Wahnsinn. Das habe ich nämlich. Gut, das Geheimnis war gar nicht immer so schwer. Ich war dann bloß zu faul, die richtige Farbe vom Yoshi zu finden. Achterbahn. Was? Achterballonfahrt. Okay. Wow. So knapp. So knapp wäre ich fast rausgeflogen. Eigentlich ist es gar nicht schwer, man muss eigentlich nur aufpassen, was man halt macht. Und am einfachsten übrigens empfehle ich euch am Anfang immer direkt die zu holen. Weil das ist nämlich die gefährlichste.
Und wenn der. Und der geht jetzt gleich ein wenig schärfer in die Kurve, dann empfehle ich euch, dass ihr. Wow. Ja. Nein! Es war so klar. Ihr müsst, wenn er scharf in die Kurve geht, müsst ihr schauen, dass ihr an einer Seite seid, wo ihr euch draufstellen könnt. Diese halben Dinger sind nämlich voll die Fakes, wie man sieht. War nur Absicht, weil ich wollte euch nur zeigen. So, wie ich schon sagte. Übrigens, ich würde das Ding immer umswitchen. An eurer Stelle. Dass ihr möglichst viel am Anfang immer habt. Und hier immer schön vorsichtig sein. Jetzt geht er dann gleich scharf in die Kurve. Ich empfehle euch, am Hals zu sein, auch wenn das am wenigsten sinnvoll aussieht. Denn am Hals habt ihr die beste Möglichkeit, euch an die Seite zu stellen. Sehe ich nicht? Genau. Weil der Hals ist nämlich die Möglichkeit, da bewegt er sich nicht so stark. Der Schwanz, der wackelt wieder, wie ein Hund sein Schwanz, wie ihr es seht. Wie ein Vogel sein Schwanz. Und, ja. Wenn er nämlich in dieser Form ist, hat er nämlich die besten Möglichkeiten, das Ganze zu schaffen. So. Jetzt haben wir bis auf eine alle. Und die eine, die wir brauchen, die ist da oben auf diesem Turm. Glaube ich. Ja, da ist sie. So, und jetzt müssen wir nämlich auf diesen Turm rauf, die letzte eins sammeln. Und dann haben wir auch den Stern schon. Weil der Stern nämlich eh auf diesem Turm erscheint, von daher. Also wie gesagt, es ist nicht schwer. Man muss sich da nur kurz dran gewöhnen. Das ist, das verlangt ein bisschen Konzentration, das war's aber dann schon. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen zu Super Smash Bros. Zu Super Mario Sunshine und. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen zu Super Mario Smash Bros. Ja. Nee, zu Super Mario Sunshine. Dann werden wir schauen, dass wir vielleicht noch 5 Münzen zusammenbekommen. Boah. War so klar, dass ich das jetzt wieder aufs erste Mal nicht schaffe. Jedes Mal der gleiche Schmuck. So, wir werden jetzt mal kurz gucken hier. Das Level wird wieder richtig ätzend. Aber ich glaube, das mit den 100 Münzen müssen wir in einer anderen Ding machen. Ich glaube, das schaffen wir in dem heute nicht. Gut, probieren wir es in einer anderen Event-Challenge. Vielleicht in der letzten. Oder eigentlich ist es immer die rote Münzen, glaube ich, die am meisten Münzen haben. Die Münzen. Ich finde es blöd, dass die rote Münzen und die blaue Münzen nicht mindestens eine Münze zählen. So. Und zwar müssen wir jetzt mit dem Boot zu der Insel auf der anderen Seite von der Insel fahren. Da wo ich schon den goldenen Sternvogel abgeballert habe. Ja. Okay.
Okay, ich hab's sogar geschafft. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist mir nämlich nur nicht passiert. Oh. Das sieht nach einer interessanten Quest aus. Oh. Okay. Boah, wenn mir jetzt was gefallen ist, ist mir tot. Ach du Scheiße. Okay. Da muss man aufpassen. Steht er sogar noch da, ne? Okay, ja, kann man schon vergessen eigentlich. Das wird übel, Leute. Das wird richtig übel, sag ich euch. Okay, man kann das Blatt anscheinend anhalten, indem man runterspringt. Das wusste ich natürlich nicht. Wenn meine Theorie jetzt zutrifft, natürlich nur. Warte mal. Das ist nett, dass man gegen die Strömung ankämpft. Man kann langsamer werden, ja. Das kann man natürlich auch machen, ne? Wir können eh nichts machen. Wir müssen schauen, dass wir das erwischen. Dass wir alle erwischen. Okay, können wir schon wieder vergessen? Moment, ich probiere mal was aus. Aber das wird nicht hinhauen. Es geht, aber es bringt mir sowieso nichts. Also selbst wenn ich da drauf stehen kann, es bringt mir nichts. Weil ich kann zwar rüber und rüber smashen, aber ich bin zu hoch. Ich bin zu hoch dafür, das haut nicht hin. Man muss echt versuchen, mit der Ego-Sicht zu schauen, dass man da landet, wo man hin will. Was war jetzt das für ein Witz? Kostet das eigentlich Leben? Bitte sag mir, dass es keine Leben kostet. Es kostet Leben. Nein, stopp! Ach, Mann! Das ist doch nicht normal, oder? Das ist schon wieder so eine richtig beknackte Welt. Warum muss man so einen Scheiß eigentlich machen? Warum nicht einfach ein ganz... Mist, was? Nee. Wisst ihr was, wir lassen das, ich habe keinen Bock mehr, der Part ist sowieso schon wieder vorbei. Machen wir irgendwann anders mal, ich habe echt die Schnauze gerade voll. Ich danke euch fürs Zuschauen, Metal, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal von Super Mario Sunshine. Bis dahin, Drachenlords Ende, Drachen Games. Ciao, Leute. Metal, Leute, Servus und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine. Juhu. Ja, wenn ihr euch fragt... Warum ich da schon ein wenig so bin.
Es ist ziemlich früh gerade. Wir haben gerade irgendwas mit 4 Uhr oder so. Das geht auf 5 Uhr zu. Es ist 4:30, sehe ich gerade. Und ich habe mal wieder nichts Besseres zu tun, als mitten in der Früh zu zocken. Nee, ich kann einfach nicht mehr schlafen und aufgrund der Tatsache habe ich jetzt echt keinen Bock, irgendwie rumzuhängen oder so. Ich hoffe jetzt schneller, weil ich gerade einen Fehler an den Aufnahmen gesehen habe, dass ich auch wirklich alle Aufnahmen habe. Ach, schon allein mich in der Kamerasteuerung richtet mich das jetzt gerade auf. Okay, man kann anscheinend hier nach oben, das wusste ich noch gar nicht, dass das geht. Okay, das scheint nicht zu gehen. Natürlich falle ich jetzt direkt runter, das war jetzt klar. Ich möchte es jetzt mal kurz ausprobieren, weil wenn ja, dann ist es vielleicht für euch ganz interessant, dass ihr das wisst. Na. Also ihr müsst quasi hier hin. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Und dann müsst ihr quasi hier so möglichst hoch abspringen. Dann könnt ihr hier direkt rüber. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Und dann müsst ihr quasi die Kamera drehen. Ja. Dann müsst ihr quasi die Kamera drehen, versuchen irgendwie außen hinzuspringen und dann euch hochzuschrauben. Und auf die Art und Weise dürftet ihr das auch schaffen. Und ich bin gerade so blöd, dass ich da rüberkomme. Das ist jetzt schon wieder typisch. Da bin ich nicht hoch genug. Okay, so komme ich auf jeden Fall nicht hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall muss das irgendwie so funktionieren. Ich habe jetzt mir das nur einmal kurz angeschaut und habe jetzt gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja. So kommt man quasi auch hoch, bevor man genug Steine hat, um die Düse zu bekommen. Hätte ich das ein bisschen früher gewusst, hätten wir das schon viel früher machen können. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau abläuft gerade. Und zwar habe ich jetzt, glaube ich, könnte ich schon mit wesentlich weniger Sterne hier sein. Als ich jetzt mittlerweile besitze. So. So. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ich mache und warum ich mir meinen Yoshi nicht hole. Nun, es ist auch was ich aus dem Speedrun gesehen habe. Und ich möchte jetzt mal ausprobieren, ob das hinhaut. Und zwar, rein theoretisch gesehen, müsste man, wenn man jetzt hierher geht, jetzt muss ich gucken. Ich glaube, der hat sich so hingestellt. Ah, Hilfe. Ja, okay, das haut schon mal nicht hin. Okay, können wir vergessen. Der hat sich so hingestellt und ist dann unten unter diesen Pilz durchgegangen. Der ist da quasi reingekommen. Ich habe nur nicht richtig hingeschaut, wieder, wie er das gemacht hat. Wie gesagt, ich habe mich da nur halb informiert. Und warum habe ich schon wieder mal beschissen Sätze hier oben? Ich kann anschließen. Ein bisschen Knete zu machen sein. Ja, das war so klar jetzt. Warum? Schon hinter das Ding kommen. Warum reagiert denn das Ding so extrem? Okay, die haben wir anscheinend schon. Boah! Wisst ihr was?
Ganz ehrlich, bei so einer Scheiße direkt gleich am Anfang habe ich echt keinen Bock. Aber welche Mission? Ich verstehe echt nicht, was man da machen muss, dass man da diese beschissenen, dass man da in diesen beschissenen Endboss endlich kommen kann. Na gut, wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Es tut mir leid, dass die Motivation jetzt gerade ein bisschen weg ist. Ich werde schauen, dass ich das in den nächsten Part wieder ein bisschen besser hinkriege. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ja, halt nicht reinkommen kann, weil dass man halt wahrscheinlich nicht hinkommen an den Boss. Also an die Münze halt, an die Insignie, wie auch immer. So. Gut. Ja, der wirft einen einfach mal nicht weit genug. Das ist natürlich mal wieder richtig ärgerlich. Und das Problem ist halt echt, dass man dann... Achso, Moment, nee, jetzt kommt man ja hier wieder raus. Ne? Jetzt kann man es weiter probieren. Jetzt haben wir auch mal mehr als genug Leben, also können wir es mal ein bisschen versuchen. So. Ja, das hat nicht ganz hingehauen. Da waren wir leicht zu weit hinten. Ich hätte mehr nach links gemüsst. Beim nächsten Mal wissen wir's. Das hier ist halt echt so eine Kackmission, wo man halt wirklich mindestens 2-3 Mal verreckt eigentlich. Außer man ist jetzt irgendwie so Pro-Gamer mit was weiß ich, Speedrun-Erfahrung von, keine Ahnung. Okay, das war knapp, eine Geschichte. Jetzt wirft er einen zu weit. Das Problem ist halt echt die Kameraführung. Man hat keinerlei Möglichkeit, irgendwas zu sehen. Naja, nach der Folge werde ich aufhören. Vielleicht nehme ich noch ein bisschen Zelda oder so auf. Ich bin ein Würfel. Oh, krass, nein! Oh, das ist sowas von rotzig. Wisst ihr was? Der kann mich jetzt mal. Die Mission ist echt sowas von für den Arsch, ey. Wir gehen nochmal rein, aber wir werden jetzt bloß die 100 Münzen sammeln, weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf diese ranzige Mission. Metal-Leute, servus, herzlich willkommen. Endlich zurück bei Mario. Und ich habe es ja noch nicht fertig aufgenommen gehabt, deswegen kam jetzt auch so lange nichts. Und momentan ist alles ein bisschen schwierig bei mir, deswegen hat es alles ein bisschen gedauert. Es tut mir auch sehr leid. Ich habe jetzt einmal herausgefunden, wie man das Spiel endlich beendet. Unter anderem wegen Let's Play Dyra. Oh, ich hasse solche Riesendinger, ey. Die sind so schwer einzuschätzen. Boah, ey, das war ja echt übel. Leute. Manchmal, ne? So. Jetzt sind wir schon mal drinnen. Natürlich haben wir Yoshi standardmäßig nicht mehr. Warum auch immer. Und jetzt müssen wir versuchen, da durchzukommen. Die Frage ist, wie stelle ich das jetzt an? Der da steht mir zu falsch. Ich glaube auch, dass es da einen Trick gibt, wie man geworfen wird. Ja, ich glaube, da gibt es einen Trick, inwieweit man das beeinflussen kann, aber ich habe keinen Plan, wie.
Ich weiß nur, dass wir zuerst den linken nehmen müssen und dann nochmal den, kleinen, glaube ich. So, und jetzt nochmal den da. Und dann müssen wir, glaube ich, jetzt müssen wir ansprechen. Ah, verdammte Axt! Warum habe ich den angesprochen? Wenn er sich nicht ansprechen lässt, der Schweinehund, ey. So. Wow. Boah, das ist eine Drecksau gewesen, ey. So, genau ausrichten. Und ah, das war so klar. Da muss man sich perfekt ausrichten, dass man genau in dieser Mulde landet. Oh Mann. Das Problem ist, dass man ja kein Leben bekommt. Das heißt, wenn wir das Leben versaut haben, dann ist das Leben wieder rum. Dann muss man wieder neu anfangen. Da ist ein Leben. Also, als erstes müssen wir ja jetzt schon, wir müssen den da anquatschen. Das ist ja schon mal ganz sicher. Und jetzt müssen wir ihn anquatschen. Ich hoffe, ich war nicht so weit vorne. Jetzt bin ich nicht weit genug geflogen. Jetzt war das schon ganz vorne, jetzt bin ich nicht weit genug geflogen. Ey, dabei mache ich gar nichts. Ich drück nur A. Diese Steuerung ist aber auch sowas von assi. Also diese Ansicht meine ich. Der Typ da hat, glaube ich, zu wenig Kraft. Hey, warum schmeißt er mich nach rechts, wenn ich links stehe? Zwei Schecks da so gestanden, dass er mich nach links schmeißt. Genau das habe ich jetzt gemeint. Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen, hinrennen und dann nochmal 10-mal frecken. Wisst ihr, was ich mache? Ich werde das Ganze ausmachen. Dann werde ich das Ganze bloß mit dem Ding aufnehmen und die Szene dann rausschneiden. Soweit. Das geht ja zum Glück mit dem Elgato recht einfach. Bis gleich, Leute. So, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ihr habt jetzt ja gesehen, wie ich da kurz gefahren bin, gelaufen bin, wie auch immer. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund wollte ich die ganze Zeit darüber auf die andere Seite. Dabei wäre es die ganze Zeit hier üben gewesen, warum auch immer. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall und ich hoffe, dass das nächste möglichst schon der nächste Gegner, der letzte Dingsbums ist. Gott sei Dank, ey. Ich hoffe, dass der letzte Mini-Bowser, Mini-Mario ist. Und dann können wir auch schon weitermachen, dann haben wir es auch schon durch. Benvenuto a Isla Delfino. Kommt herbei und holt euch eine kostenlose Karte. Du kannst sie... Achso. Vielleicht hört man es jetzt, ich bin vielleicht jetzt ein bisschen heißer. Hab mir schon ein paar Mal jetzt die Seele aus dem Leib geschrien. Hab sogar, wie man gerade gemerkt hat, mein Headset vom Kopf gerissen, weil mir das so aufgeregt hat, diese scheiß Musik die ganze Zeit zu hören. Ich habe bestimmt jetzt noch 20 Versuche gebraucht. 10 Palmer brauchen dich. Leckt mich am Arsch, Alter. Ruft euch einmal meinen Bruder, Mann. Warum muss das immer ich machen? Komm, halt's Maul, interessiert mich ein Scheißdreck. Fresse halten, hab ich gesagt. Man merkt, ich bin richtig lieb gerade. Mensch, ey, wie viel 10 Jahre muss ich denn jetzt dem Kasper noch zuhören?
Ja, spring in die Hölle, ja, hast schon recht. Vorhin habe ich mir richtig aufgeregt. Also ich habe die ganze Zeit das gleiche gemacht und einmal ist aus irgendeinem Grund Mario plötzlich so mit Köpfe in die Hölle gesprungen und das hat mich so angefuckt. Ah, Mann, habe ich mich da aufgeregt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das jetzt möglichst gerade durchbringen. Ich würde das nämlich gerne heute noch abschließen, das Projekt. Dann habt ihr jetzt noch ein, zwei Tage was zu gucken. Diablo 3, dafür werde ich noch ein kurzes Ankündigungsvideo machen. Es gibt ein Problem damit. Ich kann Diablo 3... Mensch! Mario! Spring da! Was zur Hölle machst du da? Spring jetzt in das beschissene Ronai! Es gibt zu Diablo 3 ein Problem. Aus irgendeinem Grund schmiert ständig mein Rechner. Und da hinterher. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Da müssen wir jetzt den Endboss noch besiegen. Und dann haben wir gewonnen. Ach so. Dann müssen wir vorher noch da durch. Das habe ich total verplant. So. Ich glaube, diese Stacheln sind Instant-Kills, also solltet ihr da aufpassen. Ja, Instant-One-Hit. Da müsst ihr echt aufpassen auf die Stacheln. Das war jetzt aber auch ungeschickt von mir ausgewählt. Ja. Was mich so scheiß tierisch aufregt bei Mario, ist, dass es immer wieder 100-mal alles kommt. Vor allem, ich hab doch mich überhaupt nicht festgehalten. Alle wie der Chileck, mir doch am Arsch, du Drecksau, Alter. So ein kleines geficktes Scheiß-Drecksau, ich hab die Schnauze voll von dem Mist. Jedes Mal, wenn das Let's Play rum ist, werde ich nie wieder ein Jump'n'Run aufnehmen. Ohne Scheiß. Also, bis auf Donkey Kong vielleicht. Und selbst da habe ich schon Frustmomente gehabt. Was? Hä? Und selbst da habe ich schon Frustmomente gehabt. Das muss man echt wiederholen. Mensch, ey, jetzt huckt er sich da an die blöde Dinger neu. Was will denn der da Kanten? Das interessiert doch mich an Scheißdreck. Ah, okay. Ich hatte jetzt schon befürchtet, wir müssen extra nochmal ein Level oder so machen. Bis wir da reinkommen. Mensch, jetzt jumper doch nein, du Trottel, ey! Man, manchmal frage ich mich echt, wer Mario ins Hirn geschossen hat. So schnell geht es wieder an. Wollt ihr mich verarschen? Wir hatten da bitte Zeit zu ziehen. Das geht auch so. Warum mache ich mir dann den Stress? Warum ist da jetzt plötzlich das Wasser ausgegangen? Das war doch noch nie und nimmer alles. Die Zeit hat doch noch lange nicht aus. Ich habe die Zeit eigentlich recht gut im Gefühl immer. Boah, das war knapp. Thank you.
Oh Mann, Leute, ich sag euch, sowas ist echt scheiße. Eigentlich? Hä? Was zur Hölle war das? Ich hab doch nach rechts. Ich kapier's nicht. Und vor allem, man muss halt immer von vorne anfangen. Wenn das Let's Play rum ist, ich werde nie wieder Mario aufnehmen, auch wenn ich das eigentlich schon geplant hatte. So. Das ist mir zu riskant gewesen gerade. Und jetzt hat. So. Das geht ja eigentlich noch. Dann nehmen wir auch noch das Leben mit. Der Bossfight selbst ist dann eigentlich ein Witz, nur... Hä? Wie soll man das bitte machen? Ohne richtige Kontrolle kann da. Da müsste man die Map auswendig können. Mal ehrlich, ey. Noch blöder geht's nicht. Was war jetzt das? Auf zu sprühen, was ist denn da los, ey? Sag mal, das gibt's doch nicht. Mal ernsthaft, der Scheiße hier, das kann doch echt nicht ernst sein. Er zupft er mit dem Kopf voraus in die Lava. Ich hab doch nur A gedrückt. Warum hupft er mit Kopf voraus in die Lava? Hey, ich schwöre, ich werde nie wieder Mario aufnehmen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, hey. Nicht der Ernst, ey. Tut mir leid, wenn ich hier so extrem ruhig bin, aber ich muss mich hier echt scheiße konzentrieren, wie ihr seht. Und aus irgendeinem Grund kapiere ich auch nicht, wie hier die Steuerung funktionieren soll. Vor allem! Stopp! Eine seltsame Steuerung, sag mal, hey.
Leute! Ernsthaft! Meine Fresse! Wenn man jetzt dann noch richtig gierig wäre, könnte man da links und rechts rumrennen und könnte man das Zeug einsammeln. Scheiße! Kinder, Kinder, Kinder. Ich weiß nicht, ob man auf den unendlich lange stehen kann. Ich vermute es aber eigentlich mal, dass es nicht so wäre. So, so kann man den Fallschaden verhindern. Muss man aber aufpassen, dass man nicht zu weit springt, sonst kommt es durchaus gerne mal vor, dass man in der Lava endet. So kann man auch Fallschaden verhindern, wenn man einen Drehsprung setzt. So. Wie die Wolken sich da jetzt verhalten, verstehe ich nicht ganz. So, jetzt Settler. Gott sei Dank. So, und hier beginnt jetzt der Endboss-Fight. Der ist verhältnismäßig einfach. So. Man muss eigentlich einfach nur das hier machen. Es versteht sich von selbst, dass man da ein bisschen aufpassen sollte. Ja, natürlich hupft der jetzt ja nicht weg. Das ist natürlich sehr praktisch. Ich muss mich äußerst konzentrieren, gerade deswegen bin ich scheiß ruhig. So. So, Dörchen. Man darf natürlich nicht in diese komische Glibberbrühe fallen. So, und damit haben wir es auch schon geschafft. Vorausgesetzt, wir kippen jetzt nicht alle über den Haufen. Ah, sehr schön. Und damit haben wir auch das Spiel durch, hey. Oh, Gottes Willen. Peach mit dem Regenschirm. Da kommt auch der Move übrigens her, glaube ich. Aus South Park. Blödsinn. Ist egal.